Heute schippern wir über den Mississippi und klären den Raub. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier auf dem Mississippi, auf unserem Raddampfer. Und da gilt es einen mysteriösen Raub zu klären, denn da wurde jemand bestohlen und das ist wieder ein Exit. Ja, wir haben tatsächlich mal wieder eins gespielt, nachdem wir ja uns zuletzt an das Exit mit Puzzle getraut haben und da auch noch ein zweites aussteht, waren wir nun im Urlaub auf dem Mississippi unterwegs und haben zu zweit dieses Exit gespielt. Läuft auf fortgeschrittenem Niveau mit 45 bis 90 Spielminuten angegeben. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie lange wir gebraucht haben. Ich glaube, wir waren unter einer Stunde gewesen und haben so zwei Hinweise gebraucht. Ja, auf jeden Fall endlich mal eins. Ich habe ja so ein bisschen meinen Exit, Blues gehabt und war ganz dankbar, dass die Puzzle gekommen sind. Das war so ein bisschen was mich wieder herausgezogen hat aus dieser Exit-Lustlosigkeit, nachdem wir gefühlt alle gespielt haben. Ich glaube, die ersten 12 haben wir alle, oder die ersten 10, 11 haben wir alle gespielt und dann kam so diese Flaute. Und die Flaute war auch auf dem Mississippi zu merken, deswegen haben wir uns das bislang gar nicht angeschaut gehabt und jetzt so im Urlaub haben wir dann einen kleinen Abstecher in einen kleinen Spielladen in Lübeck gemacht, in Gandalf, und haben uns da Raub auf dem Mississippi zugelegt. Einfach nur, dass wir unterwegs was spielen können. Woran lag das? Ja, wir haben nicht alles mitgenommen, was wir mitnehmen wollten und haben gesagt, hey, wenn wir ein Exit spielen wollen, holen wir uns das vor Ort. Ja, und das Ganze spielt im Jahre 1872 und wir sind als Team von Ermittlern gerade auf dem Schaufelraddampfer auf dem Weg nach New Orleans, um einen Fall zu lösen, doch während der Fahrt geschieht ein Raub, den wir aufklären müssen. Und da möchte ich jetzt ein bisschen was dazu zeigen, was anders ist, was ich sehr, sehr, sehr cool gemacht fand. Ich muss aufpassen, was ich euch da zeige und was nicht. Wir haben natürlich mal wieder so ein Büchchen, wie man das von Exit kennt. Man macht jede Menge Sachen kaputt. Wir haben hier auch eine wunderbare Dekodierscheibe, wie man es natürlich gewohnt ist. Und ich spoilere hier nicht zu viel, denn das seht ihr direkt am Anfang des Spiels. Es gibt quasi eine Übersicht hier über die Bereiche auf dem Schiff, über die Lounge, die Bar, den Rauchersalon, einen Sessel, das Piano. Und dann gibt es entsprechend hier solche kleinen, jetzt muss ich bloß gucken, wo ich sie habe, hier, solche kleinen Markerchen für jede Person und die befragt ihr dann und die könnt ihr hinlegen, um zu schauen, wer war zur Tatzeit wo, was sagen die anderen drüber aus, und dann gibt es quasi kleine Gefälligkeiten, die ihr entsprechend für die einzelnen Personen erledigen müsst, und dann sagen die euch wieder mehr und am Schluss gilt es sauber zu kombinieren, wer denn nun hier diesen guten Mann ausgeraubt hat, denn hier ist auch der Täter, das Tätersymbol entsprechend verzeichnet. Ja, wer am Schluss da liegt, ist dann wohl der Täter, der den Raub begangen hat. Ja, ist das Spiel wieder so ein typisches Exit, innovativ genug, um tatsächlich Spaß zu machen, oder war es eher wieder sowas, was meine Exit-Unlust wieder beflügelt hat, in Form von, ich weiß genau, warum ich kein Exit gespielt habe und das ist auch gut so. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit hätte ich nicht aufgehört, Exit zu spielen. Das war einfach so, dass das letzte Mal diese Katakomben da einfach irgendwie was waren, was mir gar nicht so gefallen hat und das so ein bisschen Fadenbeigeschmack hinterlassen hat. Und das hier war jetzt wieder für mich so ein typisches Exit, wie ich es eigentlich gern mag und wie es mir eigentlich auch immer gefallen hat. Das ist wieder so dieses Typische, man bezieht die Schachtel mit ein, man bezieht so gewisse Sachen mit ein, hat wieder einen gewissen Kniff mit drin und die Rätsel fühlen sich wieder fluffig an, es ist aber trotzdem mit diesem Thema nicht irgendwie unnötig aufgesetzt. Gleichzeitig hat man mit diesem Täter, den man versucht zu finden, mit den Kombinatorik, die man betreibt, mit den Blättchen, die man rumschiebt, wieder so ein Element mit drin, was man so in der Form noch nicht gesehen hatte. Was aber wieder genau das triggert, was mir gut gefällt. Dieses Detektivspielen, dieses
Kombinieren von Hinweisen, von gewissen Aussagen, das gefällt mir. Das gefällt mir ja auch bei solchen Spielen wie den Detective Stories, die ich in einem Extra-Video vorgestellt habe. Und das ist hier jetzt plötzlich im Exit mit drin. Dieses deduktive Element, dass ich jetzt eben versuchen muss, die Aussagen gegeneinander auszuwerten, wer sagt denn hier was, und gleichzeitig aber dieses Rätselelement mit drin habe. Und trotzdem musste ich in zwei Punkten feststellen, wir denken komplizierter, als tatsächlich Inka und Markus Brandt und auch Ralf Querfurt vielleicht von einem erwarten. Sind wir tatsächlich als Spieler schon so dermaßen versaut von diversen Exits, Unlocks und wie sie nicht alle heißen, dass wir einfach nur total verquer denken? Da ist ein Rätsel mit Noten und ich als Musiker bin dann total getriggert und versuche dann irgendwelche Fehler in den Noten festzustellen und dass es überhaupt nicht sein kann und dass das natürlich irgendwelche Zusammenhänge haben muss. Leute, ihr führt einem da auf eine gänzlich falsche Spur und das Rätsel ist total Pillepalle. Ja, und dann haben wir ein anderes Rätsel, wo dann entsprechend auch viel, viel, viel primitiver ist als das, was man tatsächlich in dem Moment reindeutet. Und wir sind hier im fortgeschrittenen Bereich, ja. Haben wir jetzt quasi die Expertenbrille aufgezogen und dieses für uns vielleicht zu einfache Exit mit der Expertenbrille gespielt. Wir haben da wieder Sachen versucht zu lösen, die kann man gar nicht lösen, weil das gar nicht gefragt ist. Und dann sitzt du da und denkst so, ja, ich hab doch alles. Nimmst den ersten Hinweis, passt. Nimmst den zweiten Hinweis. Ach, so ist es gemeint. Jetzt macht plötzlich alles Sinn, jetzt ergibt plötzlich alles, jetzt fügt sich das ineinander. Das war vielleicht genau das Puzzleteil, was uns gefehlt hat, um das Rätsel des Raubs zu lösen. Nein, nicht des Raubs, sondern eines dieser Teilrätsel im Prinzip zu lösen, das aber gar nicht schwer war, sondern eigentlich sogar viel einfacher, als wir gedacht haben. Und wir haben einfach versucht, da irgendwas rein. Na, es ist... Ja, manchmal ist es halt einfach so. Und das kam zweimal tatsächlich hier drin vor. Wie gesagt, einmal bin ich musisch voll drauf reingefallen und das andere, das war schon ein schönes Rätsel. Hätte ich auch selber drauf kommen können, warum das so keinen Sinn macht, aber irgendwie bin ich in dem Moment nicht drauf gekommen. Und dann sind wieder, wie gesagt, zwei, drei Kniffs mit drin, die haben mir sehr gut gefallen. Und ein Kniff hat mich auch an einen Fehler, den ich in einem anderen Exit begangen habe, die Grabkammer des Pharaos, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an mein Review dazu. Wenn nicht, habe ich euch verlinkt. Ja, plötzlich kommt ein Rätsel, was ich schon woanders vermutet habe. Das ist ganz witzig. Und jedenfalls, mir hat es sehr viel Spaß gemacht wieder und ich glaube, ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen Lust, ab und an mal ein Exit zu spielen. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt noch mehr auf Exit plus Puzzle. Ich sage an dieser Stelle tschüss, freue mich über Kommentare und Daumen nach oben und wenn nicht passiert, lasst auch gern ein Abo da und dann sehen wir uns bald wieder, vielleicht spätestens, wenn wir puzzeln. Bis dahin jetzt viel Spaß beim Spielen und macht's gut und tschüss.